Herzlich willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hyperdimension Neptunia. Ja. Und zwar machen wir heute in dem Part einfach mal Farming. Wir farmen heute einfach mal eine Runde. Ich bin jetzt einfach mal nochmal zurück nach Planetune gegangen und habe hier eine Mission gestartet. Eine, die ich im ersten Part mal gemacht habe. Und die nutze ich jetzt, um ein bisschen zu farmen. Und zwar diese Reflexfläschchen will ich jetzt mal eine Runde ein bisschen farmen. Und würde ich mal sagen, da seid ihr einfach mal live dabei. Also nicht live dabei, sondern halt. Seid ihr einfach mal dabei, wenn ich das mache, weil ich habe definitiv einfach zu wenig. Und zu dem Zeitpunkt normalerweise, wo ich dort bin gerade, hätte man, denke ich mal, schon mehr haben müssen. Über 100. Und ich habe, wie ihr gesehen habt, gerade mal 15, jetzt momentan habe ich 30 oder 31 so knapp. Deswegen wird es an der Zeit, dass ich hier mal ein bisschen farme und nebenbei auch ein bisschen trainiere. Das kann nämlich auch nicht schaden, so manchmal. Ich glaube, ich habe das in den letzten Parts, wo ich das letzte Mal angefangen habe, so ein bisschen außer Acht gelassen. Weil ohne die Dinger kommen wir nämlich nicht voran, weil umso weniger heilen wir uns, weil wenn wir die nicht haben, können wir uns nicht heilen. Das, denke ich mal, sollte klar sein. Ja. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Jeweils eh so eine Flächen gibt, glaube ich, wie ich gerade gesehen habe, so ungefähr um die 2 im Moment da, zu der Zeit. Und wir wollen mal so gucken. Nein, wir wollen gucken, was momentan uns, wie es bei uns momentan aussieht. 41 haben wir momentan. Super. Wir wollen ein bisschen farmen. Also, na dann. Ich hoffe, der Part wird jetzt nicht allzu langweilig durch diesen Farmteil. Aber das ist halt, muss halt auch irgendwann sein. Sonst kommen wir nicht im Spiel voran und das Spiel wird auch nie beendet, wenn das so weitergeht. Deswegen ist es so auch besser. Denke ich mal, sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Ich finde es ja, so wie gesagt, schon gut, dass es in den Folgeteilen, also MK2 und Victory, halt nicht mehr so ist. So schlimm. Also, das ist schon schön. Da muss man das wenigstens nicht mehr machen. Da kann man wenigstens auch so heilen. Es hat schon diese ähnlicheren Rollen, aber ja, so ist es auch nicht schlecht. Aber wenn es halt nicht so gut funktioniert, dann ist es halt auch ein bisschen blöde. Aber wenn du halt keine Items hast, funktioniert es halt nicht. Naja, muss man halt ein bisschen farmen. Hauptsache, wir müssen nicht zu viele von den Dingern auch benutzen. Übrigens habe ich vorher jetzt noch gesehen, wo ich offscreen hergegangen bin. Wenn du den Dungeon auch verlässt, wirst du ja komplett wieder geheilt. Also im Grunde eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber naja, was soll's. Es ist natürlich auch ist trotzdem scheiße. Ich brauche für den Dingern noch welche. So wenig wie ich von den Dingern habe, hätte das für den Kampf nicht gereicht. Deswegen, das denke ich mal, ist so auch gut so. Ist halt bloß ein bisschen langwierig. Die Kämpfe dauern halt noch ein bisschen lange. Wir sind recht schwach, sind wir. Was ich nicht gerade gut heiße. Was? Leather Bracelet. Mensch. Fall nicht runter, Joystick. Na gut, was Training angeht, bringt das ja auch nicht viel. 61 Erfahrungspunkte. Sind ja nun nicht viele. Egal, wollen wir weitermachen. Vielleicht bringt es das Lederteil irgendwas. Ich guck mal.
Wobei ich das nicht glaube, weil unsere Ausrüstung ist momentan weitestgehend besser als das, was wir momentan, was wir hier finden können, weil wir sind hier in Planetium. Da gibt's halt, wir sind halt hier, das ist noch eins der Anfangslevel. Ja, gibt's halt noch nicht, gibt's halt keine guten Items mehr. Oh, naja. Da, 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 komm! Na, ihr zwei blauen, ja, die Monster erinnern mich wieder an Dragon Quest, so wie die aussehen. Also, man hat sich hier an sehr vielen Spielen, sag mal, ein bisschen bedient, wenn man so will. Sowohl monstermäßig als auch namenmäßig. Aber das denke ich mal nicht so schlimm. Wir gehen wenigstens schnell down. Das könnte sogar IF alleine schaffen. Aber so viel AP hat sie nicht. Naja. Was zum... Sie verarschen? Kleine Puddingkugel, du... Dugu heißt du. Genau. 10 Erfahrungspunkte. Schwaches Viech. Aber ich denke mal, ich werde den nächsten Part dann wieder vor dem nächsten Part dann halt wieder in das nach Last Station gehen und diese Mission dann quasi nicht beenden, sondern ich werde den Part vor dem Kampf quasi wieder starten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, auf jeden Fall. Wollen wir mal hier ein bisschen kämpfen. Ja, ich wollte euch diesen Aspekt des Spiels aber auch mal zeigen, weil der ist nämlich auch wichtig. Ganz einfach den Grund. Ist ja eben nicht so, dass es halt ganz außen vor gelassen wird. Weil es gehört nur mal dazu. Ist genau wie bei Pokémon, das Training, das gehört auch dazu und... Ich meine, es gibt Dinge, die kann man offscreen machen, aber... Ich bin nicht so für Offscreen-Geschichten, wenn man so will. Nein, nix Transform, lass es, will ich nicht. Wenn er erstmal down geht. So. Na komm, noch immer. Dann haben wir ihn nämlich. Dann sind wir hier. Sind wir hier auch wieder fertig? 10 Erfahrungspunkte und 11 Hits. Und komm, war sogar noch ein Level up! Ist doch jetzt. Wird doch nicht etwa noch ein Wunder geschehen. Ja, ein Wunder geschieht erst, wenn wir. Wenn wir im Spiel endlich mal einiges an Schaden austeilen, weil momentan teilen wir selbst bei den schwachen Monstern hier recht wenig Schaden aus. Was ja nun nicht so toll ist. Die Monster fangen auch noch an, das ist jetzt nicht schön. Lass die Scheiße! Guck mal auf die Uhr. 8 Minuten, ne? Ja, okay. Ha! Erledigt. So, als nächstes bist du dran. Du machst den in der Mitte. Bam! Dann machst du den jetzt noch. Ich denke mal, den solltest du eigentlich klein kriegen. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber du wirst ihn kriegen. So viel Stärke wirst du doch wohl noch haben. Komm, pa. 25 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ich stelle gerade fest, es kommen wenig von diesen Jackies, weil... In der Mission geht es auch... Dementsprechend auch manchmal um Zeit, habe ich schon mal, glaube ich, schon mal erwähnt, ja. Wir sind seit 8 Minuten hier in dem Dings unterwegs, laut der Zeit.
fast 9. Und erstmal gerade mal ein Jackie ist aufgetaucht. So wie zum Thema auf Zeit kämpfen. Na dann. Ich meine, in dem Moment, wo ich gerade jetzt mache, so sieht das ja eher weniger, aber es ist halt doof. Bisschen doof gemacht. Dann sollten hier auch öfter solche Jackies auftauchen, wenn man das so, wenn man so eine Mission hat. Weil sonst macht das ja keinen Sinn, die ganze Mission auch auf Zeit zu machen. Kann man sich ja niemals immer in seinem eigenen Rekord verbessern, wenn man so will. Jetzt habe ich hier 12 Minuten gebraucht für 5 Jackies. Naja, wenn nach 8 Minuten gerade mal einer aufgetaucht ist, dann schafft man das nicht in 12 Minuten. Naja. Ich muss mal noch ein bisschen gucken, wie es momentan aussieht hier. Mensch. Item. Mensch. 91 haben wir. Es wird doch. Die sind aber recht schnell aufgebraucht. Ich habe vorher auch im Shop noch welche gekauft. Einfach aus dem, weil es wichtig ist halt. Die sind recht schnell aufgebraucht. Das ist einfach Mist, ist das. Eine Heilung kostet ja schon 5 Stück. Guck mal kurz hier hinten ein bisschen. Wir werden das dem Part noch durchgehen. Ganz einfach. Sollte, denke ich mal, ein Problem sein. Es ist halt ein Farming-Part. Sollte also nicht so schlimm sein. Ich weiß, das habe ich jetzt schon öfters erwähnt. Ist egal. Ja. Bam. 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 Um mal jemand anders zu zitieren. Pixel Vader. Ich dachte, das Ding, der heißt immer da. Ich dachte, der heißt Darth Vader, nicht Pixel Vader. Aber er ist ja hier Pixel Vader. Der sieht auch gar nicht aus wie Darth Vader. Nein, mich interessiert Star Wars nicht die Bohne. Ich hasse Star Wars. Den Arsch der Mist. Jetzt krieg ich wieder Daumen runter, weil ich Star Wars bleibe. Es ist genauso wie wenn du sagst, John Cena ist scheiße. Und dann kriegst du auch den Daumen runter. Das ist doch ganz wahr, das ist doch voll gut. Ja, der ist voll gut. Ist voll gut. Voll gut. Wie war das Vergleich mit Meinung anderer Tolerierende? Da haben wir einen Jackie. Nach 11 Minuten haben wir einen zweiten Jackie. Oder innerhalb von 11 Minuten haben wir zwei Jackies. Wenn du bedenkst, die brauchen ja auch noch ein bisschen, bis du die besiegt hast. Die Zeit musst du auch noch mit einberechnen. Also ist 12 Minuten eigentlich schon ein guter Schnitt. Problem ist halt, der bringt dir halt nicht viel, wenn du nicht brechen kannst. Weil nie ein Jackie kommt. Jetzt musste ich wieder von den Dingern verbrauchen. Fünf Stück. Transform! Nein, nicht den. Lass mal den kleinen da, den Pixelmann. Den Pixel Vader. Jetzt kannst du den angreifen. Ja.
Super Shinobi! Down! Ja, super. Dann ist der Part hier auch schon wieder zu Ende. Wir sind bei 15 Minuten. Und denn länger will ich euch mit dem Farming auch nicht aufhalten. Oder halt. Langweilen, genau, langweilen. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Hyperdimension Neptunia vor unserem unbekannten Gegner. Ciao.